Servus, grüßt euch, ich bin der Hans aus dem Fliegel Agro Center und ich stehe da an unserem Schleppschlauchverteiler Kompakt. Den wir mir jetzt da ausgestellt haben, ist ein 7,5 Meter Verteiler. Wir haben oben die altbewährte Technik verbaut, die ja jeder schon von unseren Verteilern kennt. Das heißt praktisch Gülleführung im Vierkantrahmen und unten unsere Edelstahlwanne, wo mittels einem Ölmotor die Edelstahlschnecken angetrieben wird und bei Verstopfung von die Ablässe praktisch die Fremdmaterialien freiräumt, wegräumt und am Ende von dem Schneckenkasten in einem Schmutzkasten sammelt, den man dann bei gegebener Zeit unten einfach ausleeren kann. Deckel aufmachen, rausfallen lassen. Verbaut sind Kunststoffabgänge, die Rohrauslaufstutzen aus Kunststoff, die sich eigentlich sehr gut bewährt haben, weil es A, Gewichtsersparnis ist und B, eine Kostenfrage ist. Die haben wesentlich günstiger wie die aus Stahl. Ja, da gehen dann die 40er Schleich weg und die 40er Schleich werden dann da in den Rahmen eingeführt, damit wir da eine saubere Führung haben. Ich stelle mich mal darüber. Kommen praktisch oben in den Rahmen rein, gehen unten sauber geradeaus raus und werden dann in diesen Stahlschuh mit reingesteckt, der da unten auch unser Schlitzblech hat, damit der Boden schön aufgeschlitzt wird, damit die Gülle sauber eingearbeitet werden kann. Ja, Federstahl verbaut, damit wir einen sauberen Bodendruck zusammenbringen. Der Bodendruck ist ausschlaggebend für die Gülleeinbringung und das können wir auch variieren in der Anbauhöhe. Da wir einen Kompaktverteiler gebaut haben, im Nachrüstmarkt für alle Fässer, also jedes Herstellers kann man den nachrüsten, haben wir unser ganz einfaches System überlegt. Und zwar haben wir da herunten am Rahmen zwei Bügelschrauben. Das heißt praktisch, wir klemmen mit der Bügelschraube eine Achsplatte dahinter und dann gehen wir mit einem Verbindungsstück direkt auf den Rahmen des jeweiligen Güllefassels und deswegen haben wir da dann einen richtig guten Halt. Bringt man an jetzt Fassel hier und da heroben an dem Anbaurahmen, der da hinten zum Sehen ist, werden auch zwei Gabelstücke mittels einer Bügelschraube angeklemmt und dann kann ich mit dem Oberlenker im optimalsten Fall auf die Oberkante vom Güllefassel gehen, damit ich dann auch meine Stabilität zusammenbringe. Der Gülleverteiler ist lieferbar ab 4,5 Meter, 6 Meter, 7,50 Meter, 9 Meter und 12 Meter. Transportiert wird der Gülleverteiler im aufgeklappten Zustand rechts und links neben dem Fassel. Beim 12 Meter ist es ein bisschen anders. Der 12 Meter hat auf der Oberseite vom Arm noch eine Scherenfunktion, damit man auf die Transportbreite von 12 Meter kommt, aber die Transporthöhe im zusammengeklappten Zustand auf der Straße nicht von 4 Meter überschreitet. Gesteuert wird der ganze Verteiler mit zweimal doppelwirkenden Anschlüssen. Das heißt, einmal doppelwirkender Anschluss für den Hydromotor, für die Schnecke, die da drin läuft. Und der zweite doppelwirkende Anschluss über Druckreduzierventile mittels Sperrblöcke auf dem Klappmechanismus. Der Klappmechanismus ist so gebaut, dass er jeder Hydraulikzylinder, ob der jetzt am Seitenarm drin ist oder am Tropfstopp, kann man den einsteuern. Das heißt, der Zylinder hat da ein Gewinde, man kann praktisch die Ösen rein und raus dran und kann so je nach Reifengröße oder Anbau am Fass den Tropfstopp einstellen, ob jetzt die Schleich weiter nach oben gehen oder weiter nach unten gehen oder ob der Seitenarm weiter zusammenklappt oder nicht so weit. Das ist dann individuell einstellbar. Ja, ansonsten ist das ein richtig schöner Verteiler, der ist in Leichtbauweise baut, also wenn Sie ein Ohrachserfassel haben, haben Sie ja keine Probleme mit der Stützlast und versorgt wird meistens die Gülle dann in der Mitte, hinten außer vom Fassel, nach oben einer auf die rechte Seite, damit wenn die Gülle da herüben einströmt, die Schnecken das auch sauber verteilen kann. Ja, und somit haben wir schon durch, ist ein Top-Teil. Gülleverordnung 2025 nicht vergessen, da braucht man es dann auch für Grasland und wir sehen uns.